eine Stoffsache, der Drache. Und der Schnupper mit dem Prinzen könnte ich auch gut gebrauchen. Für mein Baby. Kein Problem, sagte der Prinz. Und gab dem Drachen seinen zweiten Pyjama. Und weil er gerade da war, erfand er für das Drachenbaby gleich noch die Wiege und den Schnuller. Ruckzuck macht er das immer, ha? Ja. Ja, kommt das, gell? Der Pyjama, den hat das Drachenbaby, hat den Pyjama an. Gell? Und den Schnuller hat es auch nicht. Genau, der Schnuller ist aber, genau. Und da ist die Wiege. Und die Wiege ist auch noch da, genau. Das geht daneben. Aber auf der Drache ist das nicht Frühling. Jetzt hat er das schon alles gekriegt. Der Prinz hatte seine neuen Freunde, den Drachen und sein Baby, kaum verlassen. Da stand ein mürrischer Zwerg vor ihm. Aus dem Weg, rief der Zwerg. Ich hab schlechte Laune. Reiß mich ja nicht. Weshalb? Weshalb habt ihr denn schlechte Laune? Fragte der Prinz im Pyjama höflich. Ach, mich friert andauernd, sagte der Zwerg. Der Waldboden ist ungemütlich und feucht und meine Ohren sind auch immer kalt. Da erfand der Prinz schon wieder etwas. Er erfand auf der Stelle die Zipfelmütze und Holzschuhe, weil er sah, dass der Zwerg mit bloßen Füßen über die spitzen Steine laufen musste. Und als Draufgabe schenkte er dem Zwerg noch seinen dritten Pyjama, richtig. Danke, sagte der Zwerg, du hast ein gutes Herz. Das wird dir noch viel Glück bringen.